Palast Berlin, Friedrichstadtpalast, Ende Februar 1980. Publikum und Künstler verabschieden sich von ihrem Haus an der Spree. Ein europäisches Zentrum des Theaters und der Unterhaltung muss schließen, weil das Holzfundament unrettbar morsch geworden ist. Der alte Friedrichstadtpalast ist tot. Der neue beginnt zu leben. Der Friedrichstadtpalast wurde durch Künstler berühmt. Künstler wurden durch ihn berühmt. Zeitgenossen und Zeugen in diesem Bericht: Erwin Boots, Comedian Harmonists. Walter Mehring, Literat. Paul Hörbiger, Schauspieler. Wolfgang Staute, Regisseur. Juliette Greco, Sängerin. Am Anfang ist der Kommerz. Der spätere Palast entsteht nach Pariser Vorbild als Markthalle. Dann kommen die Artisten. 1873, die Markthalle geht pleite. Denn das Volk liebt seine Wochenmärkte unter freiem Himmel und die Bourgeoisie das Vergnügen unterm Zirkusdach. Dann kommen die Schauspieler. Unter Max Reinhardt wird 1919 aus dem Zirkus das große Schauspielhaus. Vorbühne, weiträumige Arena und brillante Akustik werden Markenzeichen für den Palast. Geschaffen von Hans Pölzig, einem Freund Max Reinhardts. Die Berliner nennen das Haus fortan Tropfsteinhöhle. Im Keller residiert literarisch-politisches Kabarett. Hier wirkten Tucholsky, Klabund und Walter Mehring. Zur ersten Zusammenarbeit trafen wir in Max Reinhardts Schall und Rauch zusammen. In dieser allzu großen Kleinkunstbühne, in den ehemaligen Stallungen des Zirkus Schumann, des damaligen großen Schauspielhauses. Wie viele Nächte wir da zwei Sachen durchgearbeitet, durchgeprobt haben und wie viel Mut zur Satire und zu Einfällen wir uns da angetrunken haben, kann ich mich nicht mehr erinnern. Gemeinsam und umschichtig schrieben wir die Texte für den Reinhardt-Schauspieler Paul Grätz, der in Hollywood fern seiner Sprachheimat starb, den wohl besten Interpreten des Berlinertums. Sowohl des Zillemilieus, der kleinen Leute vom vierten Hinterhof, wie auch der Inflationsparvenu vom Kurfürstendamm. Dies war besonders Tucholskys Domäne und die Monologe Bendrines, seines kleinen Don Quixote, wurden zu klassischen Kleinmeisterstücken der Berliner Literatur. Stoff bietet sich genug. Deutschland versucht sich in Demokratie. Widerstände gibt es reichlich. Trotz des schönen Scheins und öffentlicher Zurschaustellung einer intakten Gesellschaft ist die Wirklichkeit außerhalb des Palastes bitter. Massenarbeitslosigkeit. Verarmung der Menschen. Nie dagewesene Geldentwertung. Wachsender Nationalismus. Offener Militarismus, häufige Regierungswechsel, Klassenkämpfe. Die Weimarer Republik, für Walter Mehring ein Zirkus. Der Zirkus herrscht, der Weltquatsch ist beendigt. Vor dem Dompteure bebt die Kreatur. Wir zeigen euch die Bestie Mensch gebändigt. Zum ersten Mal ein Wunder der Dressur. Es riecht nach Wildnis, hört ihr, wie sie kreischen? Ihr Vive la guerre und immer fester Druck. Die lieben Tierchen möchten sich zerfleischen, doch zittern sie vor meinem Peitschenknopf. Nach langer Abwesenheit wieder in Deutschland. Mein Wohnsitz war der Montparnasse, mein Standpunkt der Dadaismus. Nach Berlin gekommen war ich nur gelegentlich zu Theaterpremieren, der einzigen Sensation der goldenen Papierinflationsjahre. Es gab damals die Mode der Lehrstücke, Piscators Werkraumtheater. In Berlin erwartete mich eine Nachricht, ich war für den Spätabend zu Max Reinhardt ins Deutsche Theater bestellt worden. Der Professor plante eine Silvester-Revue, Magazin des Glücks, mit Dialogen von Ödin von Horvath
und mit Songs von Ihnen. Mit der Hand über den Alexanderplatz und Rumpf ist Gassenbube. Von rechts bis links in Ezerdatz, rinn in die gute Stube. Der nächste Herr, die Großstadt schreit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Im Globetrott mach Stopp und fährst du noch so weit. Billett in der Hand mit dem Fez auf dem Kopf. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Der Mensch verduft, die Panke stinkt. Kehrt Marsch, die Berolina winkt. Da zuckt's durch alle Glieder. Denn wer nun mal mit Spree tobt, durch alle Länder Wehe lobt, der fährt immer mal wieder mit der Hand über Alexanderplatz, den Fahrusplan im Schuhe, New York, Berlin, in Ezerdatz, rinn in die gute Stube, da habt ihr mich, die Großstadt schreit, neue Zeit, neue Zeit, neue Zeit. Großartig, sagte ich, vorzüglich, passend noch zu einer Aufführung kommen sollte. Einem Reinhard wird man nichts tun, sprach in das betretene Schweigen seiner Getreuen Deutschlands souveräner Regisseur. Das sollte man sich aufnotieren, flüsterte mir Horvath zu. Nach dieser Regiesitzung kehrten Horvath und ich morgens um 3 Uhr in das noch offene Restaurant Bader-Friedrichstraße ein, mit schnarchenden Abreisenden und einem Stammtisch johlender Braunhemden, die wohl gerade einen siegreichen Handstreich begossen und uns mit bösartigen Seitenblicken analysierten, bis plötzlich der Stammgast puderrot aufsprang und mit dem unfehlbaren Rasseninstinkt Horvath zuraunte: Saujud. Das müsste man, bemerkte Horvath beiseite, auf der Bühne so ganz nebenbei vorbringen, so ganz unsachlich vorbringen, damit es wirkt. Einmal sagte er zu mir: Was ist ja das eigentlich, so ein Antisemit? Meint er das wirklich oder hat er nur Angst? Die Nazis beherrschen die Straße. Noch nicht die deutschen Theater. Im großen Schauspielhaus feiert Paul Hörbiger Triumphe. Das Publikum ist sehr gerne ins Theater gegangen. Erst so 1932, da es schon angefangen war, das war von der Nazi-Partei ausgegeben, das Theater zu boykottieren. Ne? Und ich habe im Jahr 32 oder 31, weiß ich nicht mehr, aber also jedenfalls vor der Nazi-Zeit, den ersten Theaterskandal erlebt in einer langen Laufbahn. Ne? Da haben die also, es war ein philosemitisches Stück und ich habe einen jüdischen Redner gespielt, sein rumänisches Stück, und habe zu sagen gehabt zum Schluss: Wenn jeder Mensch, so jeder Mensch sollte ein Viertager Jud sein, gäbe es keinen Antisemitismus. Das ist ein furchtbarer Gejohl und Gefeife losgegangen. Und wir sind ab und der Barnos gesagt: Um Gottes Willen, was machen wir jetzt hier? Und hier mit das Theater. Dann haben sie gesagt, wir werden das schon machen. Bin raus ans Theater, auf die Bühne und habe mich nur hingestellt und habe nur das Publikum angesehen. Ich habe keine Gäste, noch gar nichts, bin halt stumm dort gestanden und habe nur so geschaut, so gelächelt. Ne? Bis die sich dann geschämt haben und der Applaus hat dann das Pfeifen übertönt. Da haben sie sich wahrscheinlich doch geschämt. Und am nächsten Tag ist im Völkischen Beobachter gestanden: Was brauchen die jüdischen Schauspieler? Wir haben unseren Paul Hörbiger. Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Gnädige. Paul Hörbiger und das große Schauspielhaus erleben 1930 unter der Direktion von Erik Scherell ihren größten Erfolg mit der Operette Das Weiße Rössel. Die Presse bejubelt eine Überschau, die das Publikum entzückte. Erwin Schaffner ist als Komparse dabei. 1930 kam dann Erik Scherell mit einem Bombenerfolg raus und war Das Weiße Rössel. Da spielte Paul Hörbiger mit, der Kaiser Franz Josef spielte. Es war unwahrscheinlich, dieses Stück ging über 2 Jahre bei ausverkauftem Haus in einer Zeit, wo ja die große Wirtschaftskrise war.
Es war unbeschreiblich schön. Und es ist auch zu keiner Zeit, glaube ich, also nach dem Krieg auch in den 50er, 60er Jahren auch nicht. Ich glaube, Theater des Westens war das Einzige, was mit My Fair Lady diesen Chor mit erreicht hat damals. Wie gesagt, es war eine wunderschöne Zeit. Und man gehörte dazu, man war dabei und. Es war dann eines der größten Erlebnisse, die ich am Theater gehabt habe. Es sind ja viele schöne Premieren mitgemacht, aber das war der größte Erfolg, weil es eben die Mitwirker nicht geglaubt haben, dass es ein Erfolg ist, inklusive mir. Auch Regisseur Eric Charell hat an diesen Triumph nicht geglaubt. Es ist seine letzte Arbeit im großen Schauspielhaus. Der Film lockt. Mit Hörbiger dreht er Der Kongress tanzt. Die Ufa kommt dem Bedürfnis des Publikums nach Flucht aus der Realität in Prinzenmärchen entgegen. Naja, das war so. Also wir haben probiert und ich habe also einen heurigen Sänger gespielt drin. Und die erste Aufnahme war sehr, sehr, sehr schwer. Denn damals hat es kein Playback gegeben. Es musste alles direkt aufgenommen werden. Jetzt stellen Sie sich vor, das war aufgebaut ein Heurigengarten und da waren also Bretter gelegt mit Schienen. Und der Aufnahmeapparat war auf einem Wagen drauf. Jetzt ist der gefahren, da hat ein Brett geknarrt. Da musste man das mit Wasser begießen, damit es krachen würde. Und das haben wir vielleicht 17 Mal probiert, bis es dann gegangen ist. Von Montag bis Freitag, kann ich mich erinnern, haben wir diese eine große Szene probiert. Und der Charell sagt, aber heute musst du wirklich einen Wein trinken. Nicht dieses Magie mit dem Wasser, das geht nicht. Und ich sage, ich weiß, und das geht wird. Aber ja, nicht? Jetzt haben wir doch alle gedacht, dass eine Aufnahme fertig ist. Aber nein, die haben es 7 Mal machen müssen. Natürlich war ich besoffen. War so besoffen, dass ich nicht mehr den Text nicht gekannt habe und nicht mehr stehen konnte. Jetzt haben sie mich dann in die Garderobe geschleppt. Dort musste ich einen schwarzen Kaffee trinken, etwa da bis das Herz klopfen kann, nach außen. Aber es müssen verschieben. Nicht nur für den jungen Hörbiger. Hier in seiner Zehlendorfer Wohnung ist die Bühne des Friedrichstadtpalastes das Karrieresprungbrett. Auch für die Comedian Harmonists. Der musikalische Leiter der Comedian Harmonists war Erwin Boots. Na also, da bin ich. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, nach so vielen Jahren wieder an einem Platz zu sein, wo ich mal wirklich mein Anfängertum, meine Kinderschuhe abgelaufen habe mit den Comedian Harmonists. Sehr merkwürdig, dass alles vor einem inneren Auge wieder auftaucht. Menschen, die längst gestorben sind, die einmal große Berühmtheiten waren und von denen überhaupt keiner mehr spricht, möglicherweise. Eric Charell, Reinhardt. Es ist schon sehr merkwürdig. Aber ich freue mich mal wieder hier zu sein und das noch mal gesehen zu haben. Das war ein Walzer aus der Operette Casanova von Johann Strauss, die damals 1928 im großen Schauspielhaus, im jetzigen Friedrichstadtpalast, aufgeführt wurde mit einer tollen Besetzung, mit dem Kammersänger Michael Bohnen, der damals sehr berühmt war und zum Beispiel auch einer wunderschönen jungen Frau, Lajana, die sie auch zu irgendeiner Zeit im Fernsehen bewundern konnten, im indischen Grabmal nämlich. Und es war also eine rauschende Premiere und in der Proszeniumsloge saß eine alte Dame, eine etwas verhutzelte alte Dame, und es stellte sich später heraus, das war die Witwe von Johann Strauss, dem Walzerkönig.
die der Premiere beiwohnte. Da ist noch eine lustige Geschichte. Da erzählte uns Charell, die alte Dame wäre etwas schwierig gewesen bei der Verhandlung über die Urheberrechte. Und damals war ja noch eine sehr kurze Schutzfrist, 30 Jahre nach ihrem Tode, waren also die Komponisten abgegolten. Und da sagte dann Charell, gnädige Frau, nehmen Sie jetzt, was Sie kriegen können. Im nächsten Jahr, wenn wir ein Jahr noch warten, dann haben wir das alles umsonst. Dann ist Ihr Gatte nämlich frei. Und das hat sie dann doch sehr erschreckt. Und dann hat sie dann also zugestimmt. Während die Theaterleute noch lustige Geschichten erzählen, gehen die Nazis daran, verbrecherische Geschichte zu machen. Massenaufmärsche, Terror gegen Andersdenkende, Rassenhetze. Die Volksmassen jubeln. Die Nazis versprechen ihnen Arbeit und nationale Größe. Auch im Friedrichstadtpalast geht die Idylle nicht ungebrochen weiter. 1933 hat man doch nicht ausgekannt, wer für und wer dagegen ist. Und der erste, den ich gesprochen habe, war der Theo Lingen. Mit dem war ich dann später sehr befreundet. Damals war ich noch nicht per Du mit ihm. Da hat man gesagt, sagen Sie, was denken Sie von Hitler? Der Hitler? Ein Verbrecher. Ich sagte, glauben Sie, ich halte ihn für einen Größenwahnsinnigen. Aus dem großen Schauspielhaus wurde Theater des Volkes, Kraft durch Freude. Man musste wirklich sehr viel Kraft aufbringen, um sich bei diesen Inszenierungen, die dann kamen, zu freuen. Ich war dann noch einmal da, aber gespielt habe ich dann nicht mehr. Aber ein Kameradschaftsabend fand statt und der ist so haften geblieben bei mir. Ich weiß jetzt leider den Namen des Intendanten nicht. Es war eine ganz kurze er stand vor hinter ihm war eine Hakenkreuzfahne und es war die kürzeste Rede, die ich jemals gehört habe. Er sagte, ich wünsche Ihnen viel Freude, viel Spaß heute Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, und möchte mit den Worten eines mittelalterlichen Spötters enden. O Kindlein, liebet euch untereinander, denn wer zum Teufel sollte euch sonst lieben. Tja, und diese Worte sind eigentlich bis zum heutigen Tage in mir haften geblieben. Naja, und man brauchte dann sehr, sehr, sehr viel Liebe, die dann auch leider mit den Lichtern des großen Schauspielhauses erlosch. Die Nazis vertreiben Max Reinhardt, die Diva Fritzi Massari, den Komiker Max Pallenberg. Unerwünscht sind Operetten von Paul Abraham und Ralf Benatzky, dem Komponisten des Weißen Rössel. Die neuen Machthaber nehmen auch die Comedian Harmonists ins Visier. Es kam nämlich der Herr mit dem kleinen Schnurrbart und machte uns unter vielen anderen Dingen klar, dass er auf das deutsche Kabarett, das in höchster Blüte stand damals, verzichten könne. Und auch auf den etwas unmännlichen und wertzersetzenden Gesang der Comedian Harmonists. Wir wurden verboten. Und so wurde etwas, das mit vielem Fleiß und großen Talenten aufgebaut worden war, ohne Sinn und Verstand zerstört. Sein kann, wenn sich die Wolken verziehen
und neue Hoffen und Blumen blühen. Drum Kopf hoch, kleiner Mann, fass Mut. Alles wird noch gut. Und du wirst mit neuer Kraft durchs Leben ziehen. Kurz vor Kriegsende ziehen in den Palast wieder die Artisten ein. Wolfgang Staudte dreht mit Charlie Rivel seinen ersten Spielfilm. Akrobat. Schön. Was hat man denn da für ein Gefühl, wenn sozusagen draußen die Bomben fallen, draußen die ersten Trümmer auch zu sehen sind, wenn man rauskommt aus dem Friedrichstadtpalast und drin macht man einen Clownfilm? Flipper. Ja, was hat man für ein Gefühl? Also mein primäres Gefühl und eigentlich das aller, auch der Schauspieler und der aller Mitarbeiter, war eigentlich, es war immer dasselbe. Jeder sagte, solange ich hier zu tun habe, solange bin ich abgesichert. Und dass die also anflogen und das Voralarm war und dass sie ihre Bomben warfen, das können Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Da hat man sich langsam dran gewöhnt. Mhm. Ich werde nie vergessen, als die ersten Bilder in der Wochenschau sah, wie Rotterdam bombardiert wurde zum Beispiel, da habe ich mir gesagt, es ist doch ganz unmöglich, was sind das für Menschen, was müssen das für Menschen, die bleiben in der Stadt, das ist doch unmöglich. Also ich wäre längst weg. Das ist ein absoluter Irrtum. Ich blieb auch da, mitten in der Stadt, und wie die Innenstadt, Berliner Innenstadt aussah, wissen Sie ja. Und ich habe dort durchgehalten. Der Friedrichstadtpalast wird zum Teil ein Opfer der Bomben. Im März 1945 versinkt das Bühnenhaus bei einem Luftangriff in Schutt und Asche. Und die äußeren Umstände, das, was draußen passierte, tangierte Sie während der Arbeit als der Artisten ebenfalls? Nein, es passierte ja auch immer, ich meine, es wurde ja sozusagen, heute klingt das ein bisschen kleinkariert, wenn man sagt, es wurde ja angesagt, man war daran gewöhnt. Also Voralarm, automatisch ließ man alles fallen, ging runter in den Keller einige konnten auch gegenüber in den Karlsbunker gehen, da war natürlich ein bisschen sicherer, und andere, je nach Temperament und nach Mut, blieben dann in der Kantine, tranken ein und sagten, hoffentlich dauert der Quatsch nicht zu lange, dann können wir wieder weiterarbeiten. Der Nazistaat kapituliert, Deutschland liegt in Trümmern. Wolfgang Staudte erinnert sich im Gespräch an die Stunde seiner Befreiung. Unterhalb des Friedrichstadtpalasts ist eine große Kantine, eine große mit gewölbten Bogen, und das sah ich alles plötzlich vor mir, und dann sah ich mich ganz alleine in diesem riesigen Raum hinter einer Theke versteckt und hörte entfernt schon die Stimmen der Roten Armee, und ich sah auch dann langsam die Lichter Fackeln, die kamen dann mit Fackeln herein, und ich guckte so rüber, und es waren so 10, 11 Mann, 12 vielleicht, und ich weiß, dass ich ganz eiskalt dahinter saß und sagte so, es hat keinen Zweck, wenn die dich jetzt entdecken, da versteckt. Das ist, also Junge, steh auf, es hat gar keinen Zweck. Entweder schießen sie sofort oder du hast Glück. Das ist die entscheidende Stunde. Na, ich stand auf und es schoss also keiner. Nach diesen Erfahrungen, ein Schuss hat ja nichts bedeutet. Also es wäre durchaus denkbar gewesen, ohne dass ich da irgendwie... Einer hat gesagt, was sollen wir uns mit dem Typ da unterhalten, weg damit, auf dieser blutigen Strecke spielt das ja gar keine Rolle. Aber die interessierten sich dann weniger für mich und dafür mehr für ein Fass Bier, was sie da entdeckten, und waren sehr freundlich und ließen mich, sagten dann erstmal, du Faschist, ich sage, nein, ich Artist, Artist, gut. Und damit fühlte ich mich plötzlich gerettet. Berlin 1945. Millionen Menschen haben kein Dach mehr über dem Kopf. Auch Edith Brezer nicht. Sie ist Platzanweiserin bei der Wiedereröffnung des Hauses an der Spree.
Seitdem heißt es bis heute wieder Friedrichstadtpalast. Sie sind 1943 aus Berlin, aus dieser Stadt hier evakuiert worden. 1945 sind Sie zurückgekommen in eine kaputte Stadt. Was haben Sie denn empfunden, als Sie das Trümmerfeld sahen? Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr erschüttert, was ich da so gesehen habe. Ich meine, ich habe anfangs auch ein bisschen miterlebt, weil ich erst 43 raus bin. Aber das, was ich wiedergefunden habe, war grauenvoll. Als ich im Mai 45 zurückkam, da musste ich vom Bahnhof bis nach Moabit zu Fuß gehen, weil weder eine Verbindung oder sonst irgendwas war. Also es war nicht sehr, sehr schön. 1945 im August war ich dabei, als das Friedrichstadtpalast eröffnet wurde, als Platzanweiserin. Es war ein, kann man sagen, ein großes Ereignis für uns, weil wir ja damals eben kaum was kennengelernt haben. Wem haben Sie denn die Plätze da angewiesen? Wer war das Publikum? Also überwiegend war deutsches Publikum, aber wir hatten auch eine sogenannte Loge für Alliierten, und zwar waren alle vier Stadtkommandanten, da war reserviert, war sehr, sehr nett. Ein wunderbares Programm wurde uns geboten. Und auch wenn wir die Plätze angewiesen haben von den Leuten, damals zu der Zeit, am Anfang, haben wir ein sagenhaftes Trinkgeld bekommen. Besatzungsmächte regieren. Deutschland wird wieder aufgebaut. Die Nazis, ihre Kraft durch Freude, das Theater des Volkes, verschwinden. Die meisten Berliner haben keine Zeit für Vergnügen. Sie machen sich an die Arbeit. Bin auch nicht immer so fröhlich, wie für die Wochenschau-Kamera, die gute Laune verbreiten und den Wiederaufbauwillen stärken hilft. Übrigens, ich bin noch einmal aufgetreten im Friedrichstadtpalast, und zwar als Solist bei einem Konzert, das war nach dem Krieg, bei einem Konzert von dem großen Bandleader Kurt Wittmann, der mich in den Mittelteil seines Konzerts nahm als Solisten. Und da habe ich ein Quadlibet vorgetragen von aktuellen Schlagzeilen zu damals bekannten Schlagern. Ich kriege das nicht mehr zusammen, ich weiß nur noch so Fetzen davon, Bruchstücke. Es fängt, glaube ich, an. Freunde, das Leben ist lebenswert. Schon das Häuschen, in dem ich hause, ist porös wie eine Brause. Ich denke jetzt noch ans Überwintern und wie ich gefroren habe, vorn und am Hintern, Eingang, die Türen kaputt und das Wetter von draußen war dasselbe wie drin. Da konnte man nicht machen, da gab's keinen drinnen. Unter einem Regenschirm am Abend legte ich mich gemütlich in mein Bett. Unterm dünnen Deckbett mich vergraben, möglichst in Pullover und Jackett. Und dann war doch die Sache mit den kaputten Dächern, wo dann der Regen durch die Decken tropfte, und da stellte man da Kochtöpfe runter, und dann ging es nachts immer bim, 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 bim. Und da habe ich dann gemacht, ich muss fast jede Nacht da drinnen räumen, der Regen klopft in Strömen aufs Klavier, und keiner wird die Kiste wieder leimen. Ich glaube, ich kaufe mein Segelboot dafür. Das ist alles, was ich noch weiß, mehr kann ich nicht mehr. 17. Juni 1953. 8 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus lassen die Befreier wieder Panzer rollen. Am Vorabend noch hat Otto Grote wohl im Friedrichstadtpalast versucht, die unzufriedenen Arbeiter zu beruhigen. Vergeblich. Bertolt Brecht, die Lösung.
Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Zwei Jahre danach, das Friedrichstadt-Palast-Ensemble geht auf Tournee in den Westen. Hans Jäger vom Melodia-Quartett erzählt. Und es ergab sich, dass die Premiere in Wuppertal ausgerechnet am 17. Juni 1955 stattfand. Die Behörden hatten versucht, diese Premiere für den 17. abzusagen, sondern wollten sie auf den 18. verlegen, weil sie politische Demonstrationen befürchteten. Aber diese erfolgten nicht, ganz im Gegenteil. Es war ein rauschender Erfolg, ohne jegliche Demonstrationen mit über 20 Schlussvorhängen. Leider Gottes mussten wir die Tournee frühzeitig abbrechen in Wuppertal, denn das Finanzamt drüben in Düsseldorf verlangte eine sehr hohe Vorauszahlung von Vergnügungssteuer etc. Und diese konnte der Palast nicht leisten. Und um die Pfändung der Kostüme und Dekorationen zu vermeiden, entschloss man sich dann quasi bei Nacht und Nebel, in der Nacht vom 23. auf 24. Juni, in die DDR zurückzuflüchten. Der Palast wird zunehmend zum Agitationsinstrument. Auch das Privateste wird zur Fanfare des DDR-Sozialismus. Ich frage Sie, Herr Hans Jäger, wollen Sie mit Fräulein Ingrid Bielack in die Ehe schließen? Ja. Und ich frage Sie, Fräulein Ingrid Bielack, wollen Sie mit Herrn Hans Jäger in die Ehe schließen? Sie haben beide meine Frage mit Ja beantwortet. Sie sind nunmehr rechtmäßig verbundene Ehegatten. Ja, das war Ihre Eheschließung, Frau Jäger. Herr Jäger, Ihre Eheschließung im April 1959 im Friedrichstadtpalast, die einzige Ihrer Art im Palast. Auf das, der Bühne des Friedrichstadtpalastes. Ja, das ist richtig. Wir haben uns im Palast kennengelernt. Meine Frau war lange elf Jahre dort als Tänzerin im Ballett. Und ich habe dort mit dem Melodia-Quartett gearbeitet. Wir haben uns am 1. August 1955 kennengelernt beim Betriebsausflug des Friedrichstadtpalastes und haben dann dort, wie gesagt, geheiratet. Es hatte einen doppelten Hintergrund. Einmal ist es in Artistenkreisen sehr oft der Fall, dass man im Zirkus zum Beispiel in der Manege heiratet. Das war der eine Punkt. Aber der zweite Punkt, der war wesentlich gewichtiger für uns, denn meine Frau war Ost-Berlinerin und ich war West-Berliner und wir hatten die Absicht, ja hier in West-Berlin zusammen zu sein. Und da machte uns der Gottfried Herrmann, der Direktor, das Angebot, die Eheschließung auf der Bühne des Palastes durchzuführen. Und er hat sich dann in Gegenleistung dafür, also auch wiederum dafür eingesetzt, dass meine Frau sehr schnell den Zuzug nach West-Berlin. Wie lange hat es damals gedauert? Monat ungefähr. Im Mai hatte meine Frau dann den legalen Zuzug nach West-Berlin und die damit verbundene Arbeitsgenehmigung als numeri West-Berlinerin wiederum für Ost-Berlin. Das heißt, sie konnte auch dort weiterarbeiten. Aber dann dort gearbeitet bis 61, bis dann die Mauer kam. Ja. August 1961. Im Friedrichstadtpalast läuft die Revue »Das hat Berlin schon mal gesehen«. Von nun an wird der Friedrichstadtpalast zum Zentrum sozialistischer Unterhaltungskunst. Westler im Publikum und auf der Bühne sieht man in den nächsten Jahren nur selten. Die Devise der Maurer in diesen Jahren: Abgrenzung auf jeder Ebene. Die Architekten, sie tanzen. Musik.
Sich selbst einmauern bekommt der DDR-eigenen Unterhaltung nicht gut. Das Publikum verlangt nach Vergnügen auch westlicher Herkunft. Der Apparat lässt das Zähneknirschen zu. Die Mauer wird für Künstler aus dem Westen durchlässiger. Lass dein junger Mann dich an, sprich nicht drüber, schick der Rosen dann und wann, sprich nicht drüber, wenn der sehr gut Wenke Mühre. Sprich nicht drüber, denn so verratet vom Blick ein anderes Girl in Welt. Sprich nicht drüber, sprich nicht drüber, sprich nicht drüber. Fred Bertelmann. Doch ich gehe nicht fort für alle Zeiten. Überall soll mich dein Bild begleiten. Bald ist wieder Frühling, dann werde ich dich wiedersehen. Auch Satchmo. But that but is but is don't do that they don't do that those that video they don't do that yes. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées, où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, on a eu tort, mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, à l'arbre, comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Und Juliette Gréco. Sie alle sind Gast im Friedrichstadtpalast. Der Friedrichstadtpalast in den 70ern. Er wird wieder zur Markthalle mit viel frischer, oft aber auch leicht verderblicher Ware. In den 80ern vielleicht ein Neubeginn? Der alte Friedrichstadtpalast, ein deutsches Haus, gesehen von einer Französin, Juliette Gréco. I'm the sort of person who is very anxious and very curious to go everywhere, and especially in East Berlin at that time. Ich bin jemand, der immer gern überall hinfährt und neugierig ist auf alles. Ganz besonders auf Ost-Berlin zu dieser Zeit. Und deswegen kann ich nur sagen, ich war sehr froh, als man mich einlud, dort aufzutreten und ganz neue Menschen kennenzulernen. Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren, weil Berlin damals noch fast total zerstört war. Als ich das erste Mal hinfuhr, das war nicht 1966, ich glaube, das war noch vorher, die Straßen lagen noch alle in Trümmern. Und die Deutschen, nun ja, die waren mir zu dieser Zeit nicht gerade besonders sympathisch, weil ich einige Probleme mit ihnen gehabt hatte. Das ist ja bekannt. Aber ein Mensch ist ein Mensch und ein Kind ist ein Kind. Und ein Kind ist nicht verantwortlich für seinen Vater. Inzwischen ist das alles ausgestanden. Jeder wusste damals, dass ich das erste Mal in Berlin war, in West-Berlin natürlich. Und ich habe sehr offen gesagt, was ich über die Vorgänge während des Krieges dachte. Nach dem Konzert, es war in der Philharmonie, kamen dann die jungen Leute zu mir und fragten, stimmt es, dass sie uns hassen? Und ich habe ihnen gesagt, euch hasse ich nicht, aber ich hasse eure Väter, ganz klar. I said, I don't hate you, but I hate your father. That's very clear. Und so gingen diese Diskussionen dann weiter und weiter. Ich habe neue Freunde kennengelernt und das Gleiche wiederholte sich dann in Ost-Berlin. Welche Gefühle hatten Sie, als Sie in den Friedrichstadtpalast kamen? Dachten Sie daran? Nein, der erste Ort in Deutschland, an dem ich zum ersten Mal gesungen habe, war ja die Philharmonie. Den Schock sozusagen habe ich schon da bekommen. Die Philharmonie. So I had the shock there, you know, thinking back. It was a new place. Wenn ich jetzt zurückdenke,
Das war ja ein neues Haus, funkelnagelneu. Aber trotzdem hat mir das einen Schock versetzt. Und als ich dann auf die andere Seite fuhr, nach Ost-Berlin, war es irgendwie... It was like... That's the bird. Das ist der Vogel. It was like something... Das Haus, der Friedrichstadtpalast, meine ich, kam mir freundlicher vor. Menschlicher als die Philharmonie, weil es ein altes Haus war. Was dort auch immer passiert sein mag, ich glaube nicht, dass die bösen Geister noch da sind. Das Haus ist zu schön, das kann man einfach nicht verderben. Ich glaube, was davon bleibt, sind große Stimmen, große Schauspieler, große Sänger, gute Menschen. Menschen, die geben und nicht töten. Great voices, big actors, big singers, good people, givers, not killers.